Wenn ich den Wald verlasse und wieder reinkomme, bist du immer noch da drin, ja? Gut. Falsch. Zack, Lagerfeuer. Esther? Hast du wieder einen Tipp für mich? Timmy sitzt in der Falle. Timmy ist mir im Wald in die Falle gegangen. Geht es ihm gut? Mehr oder weniger. Er ist immer noch eine wilde Wehrratte. Abgesehen davon, ja. Und wenigstens kann er sich und andere nun nicht mehr verletzen. Du musst ihn trotzdem schnell zurückverwandeln, Wilbur. Ja. Ich tue mein Bestes. Bis später, Esther. Ich muss weiter. Bis dann. Ich hätte mehr gehofft. So Informationen oder so. Okay, ich kann ja erstmal nach da oben gehen. Okay, die Küken kann ich nicht mehr anklicken. Hallo? Wer ist da? Alistair. Meister Alistair? Geht es Ihnen gut, Erzmagier? Hat Ivo Sie zurückverwandelt? Und warum kommen Sie nicht her? Sie könnten doch ein Portal öffnen. Ein Geist über irgendeiner Zeichnung. Ich verstehe nicht, Erzmagier. Was bedeutet das? Erzmagier? Meister Alistair? Er ist weg. Das ist doch mehr als merkwürdig. Warum versucht Meister Alistair durch den Spiegel Kontakt zu mir aufzunehmen? Und es wirkte, als hätte er nicht die Kraft gehabt zu bleiben. Leider. Natürlich. Er ist noch verwandelt und kann deswegen seine Magie nicht richtig nutzen. Passt, ja. Ein Geist über einem Symbol. Vielleicht soll ich ihn beschwören? Wäre eine Möglichkeit, ja. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo. Wieder andere Gesichter hier auf den Bildern. Und drüber. Kann ich ja schon mal zu Öl raufkippen. Öl ist Öl. Naja. Fehlt nur noch Essig. Ja, und die Dinger hier. Bestes Fleisch. Und sieht sogar fast aus wie Hähnchenbrust. Essig und das, was ich mit der Wasserschale machen muss. Ich sprech mal mit ihm. Er sagt mir das und er noch was. Herr Graf? Ja, Igor? Haben wir Essig im Haus? Ich habe den Tisch gedeckt. Ist es Ihnen so recht? Ja, sehr schön. Danke, Herr Graf. Ich habe Ihre Verlobte im Wald gerettet. Sie war vom Pferd gestürzt und hatte sich verirrt. Das arme Kind. Zum Glück ist ihr nichts passiert. Ich habe so lange auf sie gewartet. Ja. Ich habe gehört, Sie waren schon einige Male verheiratet. Viele Male. Leider konnte ich nie mit einer meiner Geliebten alt werden. Das ist aber schade. Ich bin verflucht, es alle paar Jahre mit einer neuen, jungen Frau zu versuchen. Oh, das tut mir sehr leid. Sind Sie sicher, dass Ihre Verlobte gut mit Ihnen meint? Gut mit Ihnen meint? Das werden wir heute Nacht erfahren. Nicht wahr? Ja, du schon, ich nicht. Ich guck da nicht so. Ich möchte keine Gerüchte verbreiten, aber Herr Whale aus dem Dorf, er meint, Miss Kiki könnte es eventuell auch auf etwas anderes als Liebe abgesehen haben. Oh, das habe ich auch. Ja. Ja, aber ich meine nicht Freundschaft und Fürsorge. Sie wird nicht die erste Miss Schreck sein, Igor. Und vermutlich auch nicht die letzte. Okay. Ich weiß, wer sie ist und weiß, mit ihr umzugehen. Also gut. Der arme Graf. Er meint, sie zu kennen und glaubt, sie liebt ihn. Ja. Kennen Sie die Sprache der Ratten? Ich müsste wissen, was öffnen in der Sprache der Ratten heißt.
Da kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich spreche nur die Sprache der Fledermäuse. Beeindruckend. Sagen Sie mal was auf Fledermäusisch. Ich höre nichts. Ja. Du vielleicht nicht, aber die Fledermäuse draußen im Flur kringeln sich gerade vor Lachen. Okay, die Katze also auch, dass ich weiß, dass die Fledermäuse da sind. Wissen Sie, wie man Geister beschwört? Haben Sie eine Ahnung, wie man Geister beschwören kann? Warum sollte ich? Das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist ein herumheulendes Schlossgespenst, das meine jungen Gemahlinnen verängstigen könnte. Ja, schön warm hier übrigens. Wie war das mit Igor und seinem Anzug? Dein Vorgänger, Igor. Igor hat es sich im Keller bequem gemacht. Er hatte ein Bett, einen Schreibtisch, alles, was man so braucht. Okay. Ich denke, da du der neue Igor bist, gehört all das nun dir. Und Igors Anzug? Wird wohl bei seinen Sachen sein. Geh nur hinunter. Aber pass auf, es ist sehr dunkel dort. Ich kann mir ja eine Kerze mitnehmen. Und das halte ich für keine gute Idee. Sie werden vom Licht angezogen. Ja. Sie? Dinge, die in der Dunkelheit leben. Igor hatte gehörigen Respekt vor ihnen und traute sich nie mit Licht dort hinunter. Vielleicht ist der Anzug ja auch gar nicht so wichtig. Wenn Sie mich entschuldigen würden, die Arbeit ruft. Ja. Spute dich, das kleine Vögelchen ist nach oben gegangen, um ein Bad zu nehmen und kann jeden Augenblick wieder herunterkommen. Was befindet sich in den oberen Stockwerken? Nichts, was dich interessieren sollte. Dein Platz ist hier unten und morgen zeige ich dir noch den Keller und die Gruft. Kann es kaum erwarten. Weniger reden, mehr arbeiten, Igor. Okay, viel gehört, nichts gelernt. Für den Wein scheint Graf Schreck keinen Diener zu... Er schenkt sich selber nach. Ich kann es einfach nicht lassen. Gut, immer noch altes Öl? Naja. Kann ich jetzt eigentlich runter oder gehe ich nicht runter? Da unten im Keller hat Igor sein Lager aufgeschlagen. Wegen Ihnen ist er dort nie mit Licht hinuntergegangen. Schauen wir mal nach. Okay. Ich sehe überhaupt nichts. Eine Sackgasse. Okay, dann wieder zurück. Geh mal nach Gehör. Eine Sackgasse. Okay. Keine Ahnung. Thank you.
Hm, eine Sackgasse. Okay. Du kannst auch nicht hoch. Gut, gehen wir einfach zurück. Okay, ich brauche irgendwas Leuchtendes. Der Graf hat mir verboten, dort hinaufzugehen. Und ausnahmsweise werde ich mich an das Verbot halten. Okay. Das Schloss ist baufällig und das Buch dürfte ohnehin in der Truhe sein. Ja. Okay, was könnte ich jetzt noch machen, was irgendwie sinnvoll erscheint? Müsste irgendwo Essig herkriegen. Ja, Picket. Ich muss irgendwie Timmy daraus befreien. Und irgendwie müsste ich die Siegler der Truhe noch kriegen. Der wahrlich größte Magier aller Zeiten. Wer war das für einen Egomanen wie Ashcroft van Buren? Erzmagier Alistair? Oder... Natürlich! Er meint sich selber. Was ein Problem darstellt. Fast. Kann ich hier noch nicht irgendwie noch was hier... Timmy, meinst du zum Beispiel... Axt. Einfach mit der Axt. Aufmachen. Den Hundenapf. Dass ich immer noch nicht weiß, was ich damit machen soll. Den Stock immer noch. Kann ich... hier irgendwas, so mit dem Stock irgendwie... Öl? Nichts, ne? Also nicht mal Hilfe-Dinger sind hier. Buch irgendwie. Ich verlasse mal den Keller. Hier hinaus. Nochmal rein. Der Erzmagier beherrscht alle möglichen Tricks. Vielleicht kann er seinen Geist von seinem Körper trennen. Und jetzt soll ich seinen Geist rufen, weil er momentan zu schwach ist, um auf andere Art und Weise zu erscheinen. Ja. Geisterbeschwörung. Das sollte doch nicht so schwierig sein. Naja. Ich muss den Geist des Erzmagiers beschwören, anlocken, ihm einen Weg hierher zeigen. Ich sollte es sofort versuchen. Der Erzmagier ist sehr schlau und sehr mächtig. Vielleicht kann er mir bei meinen anderen Problemen helfen. Ich muss den Geist... Ja, aber wie? Die Ratsvorsitzenden, ich muss vor... Ziehen die noch irgendwie Öl bei oder so? Nee, jedes Mal drücke ich das falsche Buch. Okay, ich reise mal in die Stadt. Hallo, Herr Bürgermeister. Hallo. Können Sie mir sagen, wo der Hexenmeister ist? Nachdem man den Hexenmeister geköpft, gehängt und gevierteilt hat, wo hat man ihn vergraben? Naja, hier und dort... Seine Überreste wurden nicht in einem Grab beerdigt? Nein. Nein. Man fürchtete, dass sein Bruder oder sonst jemand versuchen könnte, ihn wiederzubeleben. Also verteilte man seine Überreste feinsäuberlich auf mehrere Gräber überall im Land und keines trägt seinen Namen. Okay, ja. Wurde auch hier was? Liegt ein Teil des Hexenmeisters auch draußen auf dem Dorffriedhof? Das...
darf ich nicht sagen. Wir haben geschworen, nie ein Wort darüber zu verlieren, in welchem Grab seine linke Hand und das rechte Bein liegen. Oh. Sagen Sie schon, in welchem Grab liegt er? Ja, komm. Meine Lippen sind versiegelt. Warum hat man Van Buren geköpft, aufgehängt und... Warum hat man Van Buren eigentlich geköpft und gehängt und gevierteilt? Ist das nicht ein wenig übertrieben? Man muss einen bösen Magier oder Hexenmeister immer dreimal töten, damit er nicht zurückkommt. Das ist allgemein bekannt. Und warum hat man ihn erst geköpft und dann gehängt? Führt das nicht zu gewissen logistischen Problemen? Die ganze Sache damals war nicht optimal vorbereitet. Einige Magier wollten ihm lieber einen Holzpflock durchs Herz rammen, andere wollten ihn verbrennen. Du weißt ja, okay, wie das ist. Ein wütender Mob, viele Meinungen. Am Ende konnten wir froh sein, dass er überhaupt hingerichtet wurde. Ja. Ich glaube, dass Sie sich bestimmt mit Geisterbeschwörung auskennen, habe ich recht? Jemand wie Sie kennt sich doch bestimmt mit Geisterbeschwörung aus. Was soll das heißen, jemand wie ich? Etwa? Ja, ein Experte des Okkulten wie Sie? Oh, nun. Tatsächlich weiß ich nicht nur, wie man sich die Biester vom Hals halten kann. Ach. Ich habe freilich nie versucht, einen Geist zu beschwören. Warum sollte man? Aber es ist im Prinzip ganz einfach. Du zeichnest mit Kreide einen Kreis auf den Boden und außerhalb des Kreises ein Dreieck. Ins Dreieck stellst du eine Schale Blut. Außerdem musst du Weihrauch entzünden. Nun musst du das Symbol des Geistes, den du beschwören möchtest, auf den Boden zeichnen und dabei eine geheime Beschwörungsformel aufsagen. Wie lautet die? Klingt ja total einfach. Komm lieber her. Geister haben gute Ohren. Okay, und das ist alles? Das ist alles. Muss das Dreieck mit dem Kreis verbunden sein? Und muss es ein gleichschenkliges Dreieck sein oder irgendeins? Und was für eine Kantenlänge soll es haben? Egal, es geht hier um Geisterbeschwörung, nicht um Geometrie. Okay. Und muss es Kreide sein oder geht doch etwas anderes? Und wie dick müssen die Linien werden? Male mit irgendwas einen Kreis und irgendwo außerhalb ein beliebiges Dreieck auf den Boden. Das klingt alles nicht gerade nach präziser Wissenschaft. Ja. Haben Sie Kreide? Verkaufen Sie Kreide? Würde ich, wenn ich noch welche hätte. Aber meine letzte Kreide ist für den Schutzkreis draufgegangen. Okay, und Blut? Ist die Schale mit dem Blut im Dreieck unbedingt nötig? Natürlich ist sie nötig. Das Blut repräsentiert die Welt der Lebenden, in die du den Geist zurückrufst. Erzmagier Alistair ist nicht tot. Kann ich das Blut dann einfach weglassen? Die okkulten Wissenschaften eignen sich nicht für Experimente. Ein Fehler und du stößt das Tor zur Hölle auf. Ich bin ein Gnom. Mit jeder unserer Erfindungen stehen wir kurz davor, das Tor zur Hölle aufzustoßen. Damit machen Sie mir keine Angst. Okay. Das Blut kommt in die Schale ins Dreieck. Keine Diskussion. Okay. Wofür ist der Weihrauch? Wofür braucht man den Weihrauch? Für die Atmosphäre. Am besten führst du die Beschwörung irgendwo durch, wo es dunkel ist und wo es viele Kerzen gibt. Also auf dem Schloss. Meinen Sie, die Geister interessiert all das? Es ist uraltes, überliefertes Wissen. Okay. Genauso wie die Tatsache, dass Geisterbeschwörungen am besten am Wochenende durchgeführt werden, wenn man schon ein paar Gläser getrunken hat. Also schön, Atmosphäre ist wichtig. Ja. Kann ich die Geisterbeschwörung hier durchführen? Wie wäre es, wenn ich die Geisterbeschwörung hier durchführe? Hier gibt es genug Kerzen und Sie könnten mir assistieren. Wir haben gerade erst einen Fluch hinter uns. Es war kein Fluch. Es war eure eigene Paranoia. Ist ja ein Trotzdem, such dir einen anderen Ort. Okay. Ich könnte den Geist oben bei der Truhe beschwören. Da gibt es genug Platz und die Atmosphäre ist passend. Ja. Außerdem kann der Erzmagier die restlichen Siegel vielleicht ganz einfach mit einem Wink seines Zauberstabs öffnen. Was ist denn mit dem Symbol des Geistes gemeint? Ich soll das Symbol des Geistes auf den Boden malen. Was ist das Symbol von Erzmagier Alistair? Keine Ahnung. Irgendein Symbol, das für ihn steht. Ein Familienwappen oder ein Siegel. Er hat ein Wappen.
Seine Brosche ist damit verziert. Aber, ach, ich weiß einfach nicht mehr, wie es aussieht. Irgendwie klingt das bei der Geister schon verdächtig einfach. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist, Geister zu beschwören. Kommt natürlich auf den Geist an. Wenn du Sühe beschwören willst, brauchst du den Schlüsselmeister und den Torwächter. Für andere Geister brauchst du ein Töpferrad oder musst dreimal ihren Namen rufen. Aber wenn der Geist mit dir Kontakt aufnehmen will, ist es ganz einfach. Okay. Ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Habe ich hier vielleicht noch irgendwas nicht gesehen? Nö, alles gesehen. Aus. Irgendwo hier müsste der Hexenmeister begraben sein. Ich sollte mir das genauer ansehen. Dann mach das. Aber nicht hier. Es scheint sich immer um Familiengräber zu handeln. Okay. Praktisch, wenn man Platz sparen will. Ja. Lugosi steht auf diesem Grabstein. Lugosi. Es scheint sich immer praktisch, wenn man Platz sparen will. Ja. Das ist das Grab der Familie Lee. Lugosi. Der Grabstein der Familie Lugosi. Der Grabstein der Familie Lee. Das hier ist der Grabstein der Familie Karloff. Karloff? Und? Auf diesem Kreuz steht Cheney. Okay. Ich frage mich, ob er blöd genug ist. Hallo, Herr Bürgermeister. Hallo, Herr Wetterquarz. Wegen der Gräber. Wegen der Gräber auf dem Friedhof. Ja. Was können Sie mir die Lugosi-Familie erzählen? Auf einem Grabstein steht Lugosi. Was können Sie mir über die Lugosi-Familie erzählen? Die Lugosis stellten jahrelang die Zahnärzte in Düsterdorf. Aha. Düsterdorf hatte einen eigenen Zahnarzt? Wir wurden dreimal hintereinander zum Hinterwäldlerdorf mit dem schönsten Lächeln gewählt. Leider wurde der alte Lugosi irgendwann etwas weich in der Birne, faselte von Außerirdischen und einem Plan, den er vereiteln müsse. Von da an ging es mit der Zahnpflege im Dorf bergab. Oh. Und Cheney? Die Familie Cheney. Was können Sie mir zu denen sagen? Der alte Cheney war in seiner Jugend fahrender Schauspieler. Der einzige von uns, der jemals das Dorf für längere Zeit verlassen hat. Er muss recht erfolgreich gewesen sein. Den Mann mit den 1000 Gesichtern nannte man ihn. Hat sich später hier im Dorf zur Ruhe gesetzt. Sein Sohn hat den Theatervirus aber geerbt. Ist weggegangen, bevor das Unheil über uns hereinbrach. Dürfte ihm das Leben gerettet haben. Oh. Und Lee? Die Familie Lee. Eine alteingesessene Familie im Dorf. Wer? Ach so, die, Lees. Ja, die sind, waren, ja, alteingesessen. So? Was können Sie mir über sie erzählen? Also, da gab es, Schildhand Lee. Der war, Schmied und, seine Frau, Feuermarie, die war, sehr heiß. Okay. Aha. Ich glaube, ich weiß, was ich wissen muss. Glaube ich auch. Ja, wegen der Gräber. Wegen der Gräber auf dem Friedhof. Ja. Karloffs. Karloff steht auf einem der größeren Gräber. Große Familie. Der junge Karloff war ein Riese von einem Mann. Bärenstark, aber ein freundliches Gemüt. Als die Schrecken aus dem Wald kamen, wurde er von einer Mumie erwischt. Wie die meisten anderen, die im Wald verschwunden sind, konnten wir ihn nicht beerdigen. Im Grab auf dem Friedhof liegen nur seine Vorfahren. Ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Auf Wiedersehen. Bekommst du Schaufeln? Lee. Bürgermeister Whale wusste über die Familie Lee nichts Glaubwürdiges zu berichten. Ganz so, als wäre es keine Familie hier aus dem Dorf.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass in dem Grab kein Lee, sondern ein Van Buren liegt. Ja. Bürgermeister Whale wusste über die... Okay, wie komme ich jetzt daran? Ich glaube, ich gehe erstmal zu den Leuten nach oben. Und ab. Ich rede mit Esther. Esther? Oder ja? Esther. Kennst du dich mit Geisterbeschwörung aus? Weißt du, wie man einen Geist beschwören kann? Nein. Gulliver hat mal mit zwei Geistern in einer WG gewohnt. Das war kurz bevor wir uns kennengelernt haben. Okay. Ich glaube, er hätte damals manchmal gerne gewusst, wie man Geister bannt. Ja. Schade. Wegen der Siegel. Wie kann ich helfen? Könntest du wieder mal mir vielleicht eine Hand? Ich bräuchte eine Hand. Ja? Aus einem Grab. Natürlich aus einem Grab. Jemand Lebendigen die Hand abzuschlagen, wäre doch irgendwie nicht nett. Oh. Es muss eine bestimmte Hand sein. Die des Hexenmeisters Van Buren. Er wurde im Grab der Familie Lee begraben. Fein. Brauchst du nur die Hand? Oder soll ich dir noch etwas anderes mitbringen? Nur die Hand. Die Hand reicht. Ich gehe gleich los. Oh, ich könnte bei der Gelegenheit schauen, ob ich eine neue linke Niere finde. Du, bist nicht böse, wenn ich nicht mitkomme, oder? Nein, kein Problem. Kannst dir die Hand später hier abholen. Danke. Okay. Bis später, Esther. Ich muss weiter. Bis dann. So, finde ich jetzt noch irgendwas Sinnvolles oder nicht? Geh nochmal in den Wald. Und weiß echt nicht, wie ich Timmy da rausholen soll. Aber da fehlt mir bestimmt irgendwas für. Deswegen gehe ich noch mal in... Warte mal, konnte ich da nicht woanders hingehen? Wilbur, ich habe die Hand! Ja, das ging aber schnell. Nicht das erste Mal, dass ich nachts shoppen war. Und bist du sicher, dass es die Hand von Van Buren ist? Ziemlich. Es gibt zumindest Hinweise, dass es die Hand eines Hexenmeisters ist. Okay. Was für Hinweise? Ja. Ah! Ja. Sie ist ganz schlecht erzogen. Ja, scheint so. Okay, ich wollte aber hier gucken. Ich kann noch zu dem Baum. Aha, da ist eine Flasche, die ich noch nicht gesehen habe. Ob die Angst den Wein getrunken hat? Oder war es eher der letzte Schluck eines Unglücklichen, den sie hierher getrieben hat? Ich nehme sie auf jeden Fall mit. Der Wein muss schon lange hier stehen. Er ist ganz sauer geworden. Und was haben wir hier? Eine Flöte. Es ist traurig, wenn man bedenkt, dass all diese Dinge nie wieder von ihren Besitzern benutzt werden können. Ja. Wer weiß, wem diese Flöte mal gehört hat. Er oder sie hätte sie sicherlich gerne noch viele Jahre gespielt. Mir fällt nur eine Figur ein mit einer Flöte, die hier passen könnte. Und der kam vielleicht aus Armin. Kann ich ihr einen neuen Sinn geben. So, aber sonst ist hier nichts drin. Das ist schon mal gut.